Corrin, quickly, come join us. Don't be fooled by their words. You belong with your true family in Hoshido. Ich bin ja allgemein so ein Fan von der Fire Emblem-Reihe und von der Warriors-Reihe und das ist halt so eine perfekte Kombi für mich. Als Hyrule Warriors angekündigt wurde, dachte ich mir, genau dieses Spielprinzip wäre für Fire Emblem eigentlich auch ideal und als es angekündigt wurde, habe ich mich enorm gefreut. Ich war extrem gehypt auf das Spiel. Ja, das habe ich gespielt. Super gut. Auch, dass man die Charaktere selber kontrollieren kann und durch die Gegend reiten oder durch die Gegend fliegen kann, das hat mich ziemlich beeindruckt auf jeden Fall. Es macht Spaß, es ist jetzt ein anderes System als vorher und es ist jetzt nicht mehr rundenbasiert, sondern tatsächlich ein Kampf. Man muss nicht abwarten, man kann direkt selber loslenken und irgendwo hin. Natürlich gibt es die taktischen Ziele, die es bei den anderen Missionen auch gibt, aber die ändern sich halt auch. Also es ist ein bisschen dynamischer, es ist ein bisschen flexibler. Es gibt viele verschiedene Stellen, wo ein anderer Charakter besser passt, wie beispielsweise besiege die Pegasus-Ritter, da ist Takumi als Bogenschütze ideal oder der Boss ist ein Schwertkämpfer, da sollte man natürlich den Hinoka als Lanzen- oder Speerträgerin verwenden. Wer die Fire Emblem-Serie kennt, der kennt auch das Waffendreieck. Axt ist gut gegen Lanze, Lanze ist gut gegen Schwert und Schwert ist gut gegen Axt. Dadurch, dass man einfach auch die Möglichkeit hat, vier Charaktere gleichzeitig zu spielen, kann man auch alle nach und nach hochziehen, also die leveln auch parallel mit. Und so hat man auch das Gefühl wie in einem Fire Emblem, dass man halt auch noch andere Charaktere als nur einen spielt. Die Elemente vom Fire Emblem, vor allem von den neueren Teilen mit dem Zusammenspiel zwischen zwei Charakteren, das Kombinieren, das haben sie gut übernommen. Man kann dadurch Verbindungsangriffe machen, wodurch neue Spezialangriffe freigeschaltet werden. Sie können Angriffe für einen blocken, sie können Charaktere staggern oder halt zum Durchbrechen bringen, wodurch man dann sie einfacher besiegen kann. Ich finde gut, dass der taktische Aspekt trotzdem übernommen wurde und dass man trotzdem bestimmte Punkte natürlich einnehmen muss. Gutes Spiel, mal was Neues in der Reihe. Wer sowas wie Hyrule Warriors mag, dem wird auch so ein Spiel gefallen, auf jeden Fall. Vielleicht hole ich mir genau deswegen eine Switch, ich weiß es noch nicht, aber ich würde es mir auf jeden Fall holen, ja. Ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht und ich glaube, das sind auch viele andere Fire Emblem-Fans. Mir macht es einfach Spaß, muss ich jetzt klar sagen. Sehr gut. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Danke.